Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sicher habt auch ihr am Wochenende die vielen Demonstrationen gegen die Corona-Regeln mitverfolgt. In Berlin, Stuttgart, München und zahlreichen weiteren deutschen Innenstädten wurde demonstriert. Allein auf dem Marienplatz protestierten rund 3000 Menschen gegen die Infektionsschutzbestimmungen. Sie brachten dabei zum Ausdruck, dass sie sich in ihren persönlichen Freiheitsrechten beschnitten fühlen. Einer hatte auf sein Plakat geschrieben: Ich will mein altes Leben zurück. Das kann ich gut verstehen, denn wir alle möchten wieder Urlaub machen, unsere Freizeit im Festzelt genießen oder ein Freiluftkonzert besuchen. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass unsere gerade wiedergewonnene Bewegungsfreiheit ausufert und ein neues Wutbürgertum unsere Gesellschaft spaltet. Für mich ist es vollkommen inakzeptabel, wenn auf der Münchner Demo tausende Menschen das Abstandsgebot missachten und nicht einmal Alltagsmasken tragen. Wenn Polizisten angeschrien und uns Politikern allen Ernstes Gesundheitsfaschismus vorgeworfen wird und das genau 75 Jahre nach Kriegsende. Dem Coronavirus sind unsere Emotionen egal. Deshalb dürfen wir jetzt nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre und wir einfach so weitermachen können wie bisher. Die von der Staatsregierung beschlossenen Lockerungen wurden nämlich nur aus einem Grund möglich, weil wir gewarnt waren und deshalb frühzeitig handeln konnten. Weil uns die Schockbilder aus Bergamo, dem Elsass und aus Madrid zu einem raschen Hochfahren der Schutzmaßnahmen brachten, getragen von der überwältigenden Mehrheit unserer Bürger. Diesen gesellschaftlichen Konsens sollten wir stärken, wo immer es geht. Deshalb bitte ich alle, haltet den Sicherheitsabstand zu anderen Menschen ein. Schaut, mit wem ihr demonstrieren geht, etwa indem ihr euch die Sprüche auf den T-Shirts genau ansieht. In diesen Tagen gehen eben auch viele Spinner, Verschwörungstheoretiker und Extremisten auf die Straße, vor deren Kahn sich niemand spannen lassen sollte. Denn wenn wir Pech haben, gibt es am Ende nicht nur eine Wut, sondern auch eine zweite Infektionswelle. Die Zeche dafür werden leider auch die Vernünftigen zahlen. Jene, die sich an die Regeln gehalten haben, Millionen Menschen, Unternehmer wie Arbeitnehmer, die in ihren Existenzen bedroht und dringend auf weitere Lockerungen angewiesen sind. Sie werden die ersten Opfer eines neuen Lockdowns sein, der Bayern schlimmer träfe als der im März, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Einen wirksamen Corona-Impfstoff wird es nach übereinstimmender Auffassung der meisten Mediziner wohl nicht vor Mitte 2021 geben. Mindestens bis dann gilt, jeder nicht Infizierte zählt. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.